Manche spricht dafür, dass die nächsten Tage, Wochen sowohl für die Aktienmärkte als auch für Bitcoin kein Zuckerschlecken werden wird, sondern dass die Party erstmal vorbei ist. Aus teilweise unterschiedlichen Gründen. Wir hatten gestern ja diese massiven oder relativ herben Rücksetzer an den Aktienmärkten. Und meine These ist schlichtweg, die Fed hat den Zugriff auf die Märkte verloren. Die Inflationsdaten sind zu hoch. Damit erscheint die Fed nicht mehr glaubwürdig. Wir haben gestern gesehen, wie Fed-Vize Richard Clary da unmittelbar nach Veröffentlichung der viel höheren Verbraucherpreise aus den USA versucht hat, die Märkte zu beruhigen mit dem üblichen Transitory-Geschwätz, aber es hat nicht wirklich geholfen. Das heißt, hier ist nicht mehr dieser Impetus da, sobald ein Fed-Speaker den Mund aufmacht und irgendetwas sagt, was die Märkte positiv interpretieren können, dann geht man flugs nach oben. Das hat nicht geholfen. Wir sind kurzfristig dazu gleich mehr überverkauft. Es dürfte eine technische Gegenreaktion kommen. Aber diese Party ist begrenzt oder diese Aufwärtsbewegungen sind begrenzt. Übergeordnet ist die Party erstmal vorbei. Kann durchaus sein, dass wir zu einem späteren Zeitpunkt dann nochmal neue Allzeithochs sehen, aber das wird jetzt wohl in den nächsten Tagen nicht passieren. Und das dürfte wohl auch bei Bitcoin nicht passieren, nachdem heute Nacht völlig überraschend Monsieur Elon Musk gesagt hat, also Tesla wird jetzt doch keine Bitcoins mehr annehmen für Zahlungen. Concerns about environmental impact. Also es geht hier um die Umwelt, weil Bitcoin bekanntermaßen ja doch ein bisschen Strom verbraucht. Sehr merkwürdig. Es ist ja noch nicht so wahnsinnig lange her, dass Elon Musk eben getwittert hat, wir akzeptieren jetzt Zahlungen in Bitcoin. Kann mir nicht wirklich vorstellen, dass ihm damals nicht bekannt war, dass Bitcoin relativ viel Energie verbraucht. Was hat sich da geändert? Also irgendwie ist das nicht wirklich stringent, nicht wirklich glaubhaft. Elon Musk kümmert sich auch nicht so wahnsinnig etwa in Grünheide um Umweltbelange. Also das ist letztendlich irgendwie ein Fake. Da stimmt was nicht. Das riecht verdächtig. Schauen wir uns gleich mal die Begründung an, die er hier gegeben hat. Ja. We are concerned about rapidly increasing use of fossil fuels for Bitcoin mining. Natürlich, vieles wird in China gemeint, auch wenn das jetzt sich ein bisschen verlagert hat, aber nach wie vor knapp 2/3 wohl des gesamten Minings in Xinjiang, eine Provinz, wo die Uiguren zu Hause sind, wo mit billigem Kohlestrom die ganze Geschichte passiert. Aber wie gesagt, das wusste Elon Musk vorher, das hat ihn nicht gestört. Warum stört es ihn jetzt? Cryptocurrency is a good idea, ist also eine gute Idee. Aber wir müssten jetzt etwas finden, was sozusagen weniger als 1% des Bitcoin-Verbrauchs pro Transaktion ermöglicht. So Elon Musk, das also die etwas rapide Wende, müsste man vielleicht sagen. Jetzt hat der JP Morgan gesagt, ja okay, Ethereum lateinisch, meine Damen und Herren, für die Steinzeitboomer unter Ihnen, die das noch irgendwie vielleicht verstehen oder zumindest damit noch was anfangen können. Jedenfalls hat der Ether eben die durchaus bessere Energiebilanz, ist aber als gesamten Netzwerk wohl nicht ganz so perfekt, wie das Bitcoin teilweise ist, aber Bitcoin ist eben sehr langsam. Das ist eines der Probleme. Aber schauen wir uns mal an, was da jetzt in Sachen Energieverbrauch der Fall ist. Wir sehen hier Bitcoin und Bitcoin Mining in Relation zu Gold deutlich weniger. Allerdings muss man sagen, dass Gold natürlich eine Marktkapitalisierung von 11,5 Billionen hat. Bitcoin dürfte jetzt wieder unter die 1 Billion Marke zurückgefallen sein. Also wir müssen das eigentlich mal 11 rechnen, was da der Fall ist. Und dann wäre die Energiebilanz doch, auch wenn Gold nicht gerade umweltfreundlich ist, das Mining von Gold nicht gerade besonders sehr umweltfreundlich ist, durchaus eine bessere Bilanz in der Summe. Und das Banksystem ist da natürlich weit vorne schlichtweg, weil da natürlich wahnsinnig viele Rechner im Einsatz sind, etc. etc. Das ist völlig klar. Wenn wir jetzt Bitcoin, den Stromverbrauch von Bitcoin mal vergleichen mit Unternehmen, dann sehen wir, dass Bitcoin weniger Strom verbraucht als Exxon, Mobil als die US-Regierung. Und aber mehr als American Airlines, ConocoPhillips etc., Nike, Coca-Cola sowieso oder Nike. Also wir sehen, das ist natürlich alles relativ. Dieses Argument ist nicht neu mit dem Energieverbrauch. Heute ein Tweet eines Bitcoin-Fans, der gesagt hat, war ja klar, dass dieser Energieverbrauch das Einfallstor
werden wird des Establishments, um Bitcoin klein zu halten. Wie auch immer, ob das gesteuert ist, ob Elon Musk vielleicht weiß, dass da in Sachen Regulierung was kommt und jetzt hier diese Umweltkarte zieht, die funktioniert natürlich immer gut. Wir sind ja alle für Umweltschutz, nicht wahr? Dementsprechend kann man natürlich alles damit begründen, auch manchen Unsinn. Und das ist also jetzt eine Wendung und das ist natürlich dieser Mainstream, dieser grüne Mainstream, der überall ja der Fall ist, der wird jetzt Bitcoin relativ hart ins Gesicht wehen. Eben das Establishment wird sich jetzt auf dieses grüne Gewissen berufen und das dürfte für Bitcoin schwierig werden. Deswegen glaube ich, dass wir erstmal nicht irgendwann demnächst den Neuallzeithoch sehen werden, sondern dass Erholungen bei Bitcoin tendenziell aus meiner Sicht den mindesten Verkaufsgelegenheiten sind. Wir sehen hier, wie die Kryptowährung reagiert hat. Erstmal runtergeknallt auf knapp über 46.000. Hat sich jetzt dann wieder in Richtung 51.000 erholt. Aber wie gesagt, das wird schwieriger jetzt für Bitcoin. Kommen wir jetzt zur anderen Baustelle, die ja auch nicht so schlecht performt hat im letzten Jahr, sagen wir mal, seit dem 23. März, als das Tief erreicht wurde. Wir sehen hier S&P 500 gestern minus 2,14%, Nasdaq minus 2,67%. Aber vorher oder am Anfang war vor allem der Nasdaq unter Druck. Das hat sich dann ein bisschen relativiert, dazu gleich später mehr. Wir sehen die Small Caps über 3%. Aha, das ist eine wichtige Aussage. Und wir sehen der WIX 27% gestiegen, wenn wir uns die einzelnen Sektoren anschauen. Schon nur Energie positiv, dann Healthcare, also die ein defensiver Sektor Financials, weil die Renditen gestiegen sind, hält sich besser und ganz unten Materials, Technology, Consumer Discretionary, also diese Sektoren, die hier unter Druck kommen, Technologie ja sowieso tendenziell schwächer, vor allem seit Februar. Was ich damit sagen will, ist, dass wir möglicherweise bald eine Flucht in die Sicherheit sehen werden. Schauen wir uns zunächst mal das Volumen beim Spider an, beim maßgeblichen ETF auf den S&P 500. Gestern 134,8 Millionen. Wenn wir uns mal die Woche anschauen, als hier die Dinge so ein bisschen ruhiger waren, 26.04. 52 Millionen. Wir hatten dann am 5.05. 39,96 Millionen. Wir haben also etwa das 4,5-fache an Volumen gehabt gestern als eine Woche davor. Da sieht man, das ist schon richtig zur Sache gegangen. Die Volumina sind nach oben gegangen in letzter Zeit. Jetzt ist wieder Action in den Märkten. Vorher war das ja so eine, naja, wie soll man sagen, eine Situation, wo keiner was machen wollte, die auch intellektuell überschaubar war, könnte man sagen. Jetzt kommt plötzlich etwa ein neues Spiel, ein Game Changer. Dieser Game Changer hat sich jetzt materialisiert in diesen Inflationsdaten. Inflation gegen die Fed 1:0, könnte man sagen. Und jetzt sind alle ein bisschen unsicher und es trifft vor allem diejenigen, die jetzt schwach auf der Brust sind. Wir sehen hier zunächst mal den S&P 500 wöchentlich jetzt in dieser Zone, wo die Trendlinie verläuft. Wir sehen, dass wir ein Stück weit jetzt auch schon überverkauft sind. Wenn wir uns das mal anschauen, hier der Spider nochmal, also da ist eine positive Divergenz im RSI, im relative Stärkeindex. Da dürfte heute mal eine Gegenbewegung kommen, aber wie weit geht die? Nicht so wahnsinnig weit nach meiner Vermutung. Gestern übrigens Nasdaq, der war noch nie seit März 2020, also seit dem Hochpunkt, seit Beginn der Corona-Krise, am Mittwoch 5% im Minus gewesen seit der Wochenbeginn. Also wir sehen, da hat sich etwas Substanzielles verändert. Der Nasdaq ohnehin ja schwächer in letzter Zeit. Aber jetzt hat es ihn auch wieder erwischt. Aber da haben wir doch Gott sei Dank JP Morgan's Kolanovic, der sagt, ja, guckst du, die Aktien, die werden jetzt wieder günstig, gell, kaum fällt es einmal 2%, schon sind diese Aktien günstig. Nein, das ist der Bullshit auf Deutsch gesagt. Aktien aus den USA sind massiv teuer, massiv überteuert. Und was jetzt nicht passieren darf, ist dieses Narrativ, die Fed wird uns retten, etc., etc. Das darf nicht in Zweifel gezogen werden, aber genau das passiert ja gerade. Clarida äußert sich, oh, transitory, transitory, allein die Märkte glauben es nicht, weil sie da etwas riechen, was die Fed aus ideologischen Gründen nicht wahrhaben will. Und das ist genau das Problem, das jetzt hier besteht.
Kolanovic will diejenigen Aktien kaufen, die auf diese Economic Recovery oder von dieser Economic Recovery, von dieser Erholung besonders profitieren würden. Nicht so fürchterlich originell. Hier unten sehen wir mal den Chart des S&P 500, auch auf wöchentlicher Basis, weit, weit aus den Bollinger-Bändern raus, wenn das günstig ist. Charttechnisch ist es auf jeden Fall nicht wirklich eine Spitzenkaufgelegenheit, aber jedem wie er mag. Schauen wir uns mal dann hier die Performance an seit eben Januar, seit Jahresbeginn. Der Nasdaq nur noch ganz, ganz knapp im Plus, schwächster Index. Dann kommt der S&P 500 und dann der Dow Jones. Meine These ist jetzt, meine Damen und Herren, dass jetzt der Trash am meisten leiden wird, also im Prinzip die schlechte Qualität am meisten leiden wird, während die bessere Qualität, und das ist eben eine Apple, eine Amazon, das sind Firmen, die massiv gute Gewinne schreiben, auch wenn natürlich die Bewertungen durchaus sportlich sind, aber da ist Substanz, während wir jetzt in dieser Rallye seit dem März 2020 gesehen haben, dass so viel Bullshit nach oben getrieben wird, wo wirklich jeder Dreck, diese SPACs zum Beispiel, diese ganzen IPOs, dieser ganze Hype, der um so viele Sachen gemacht wurde, unprofitable Tech-Unternehmen, die sind nach oben gespült worden, aber das ist Dreck, hohler Dreck, der jetzt dann, wenn plötzlich die Ebbe ein bisschen eintritt, da zeigt sich dann, wer nackt gebadet hat, und das werden wir ziemlich klar sehen. Zum Beispiel mein Lieblingsindex, der Russell 2000, fast die Hälfte der Unternehmen in diesem Index machen Verluste. Das ist Trash, da ist wahnsinnig viel Trash drin. Dieser Index war der stärkste seit dem Tief aus der Corona-Krise und vor allem dann mit der Impfstoffgeschichte ab 9. November, dann ging es nur noch nach oben. Das war für diesen Index ein Segen, der hat sich weit mehr als verdoppelt seit März 2020. Wir sehen aber hier, dass wir jetzt diese Aufwärtstrendlinie schon gebrochen haben und da ist sehr, sehr viel Luft nach unten. Auch hier kurzfristig eine Erholung möglich, aber übergeordnet würde ich diesen Index meiden, würde ich jetzt, wenn überhaupt, in Qualität gehen und die Nicht-Qualität rauslassen. Wir sehen hier den WIX, dass wir hier perspektivisch uns Stück für Stück nach oben hangeln, also die Volatilität, die Nervosität könnte man sagen. Aber jetzt kommen wir an die Trendlinie, jetzt dürfte ein kleiner Rücksetzer, nachdem wir einige Gaps gefüllt haben, dürfte jetzt ein Rücksetzer auch mal kommen. Also das dürfte erstmal das Szenario sein, das kommt. Apropos diese unprofitablen Tech-Unternehmen, ARK Innovation oder ARK K hatte die ja sehr stark im Depot, meine Freundin Cathy Wood. Wir sind jetzt hier unter die 200-Tageslinie gefallen bei diesem ARK. Und was Cathy Wood gemacht hat, ist ja, dass sie sozusagen ein Drittel ihrer Apple-Aktien verkauft hat, um dann eigene Aktien, das eigene ETF oder die eigenen ETFs wieder zu kaufen. Das heißt, sie akkumuliert jetzt Risiken, sie bildet Klumpenrisiken, sie veräußert Qualität, um Spekulation ins Depot zu holen, denn große Teile von Cathy Woods Depot sind eben solche unprofitablen Tech-Unternehmen, der prognostiziert sie eine unglaubliche große Zukunft. Und nach meiner Auffassung ist es so, wir haben ja die Pleite von Archegos gesehen, Bill Wang. Das war so ein bisschen der Bear Stearns-Moment, wenn Sie sich an die Finanzkrise zurückerinnern. Und Cathy Wood wird dann Lehman, wird also eine andere Dimension. Diese Frau akkumuliert Klumpenrisiken auf eine extrem krasse Weise. Sie ist Tesla Long, sie ist Bitcoin Long. All das könnte jetzt ein bisschen schwierig werden, auch für Tesla. Da verkauft man ja etwas weniger Autos, als die Marktbewertung vielleicht rechtfertigt. Hier sehen wir unten mal diese unprofitablen Tech-Unternehmen. Die sind jetzt unter Druck nach dieser massiven Rallye. Wenn eine Blase, wenn da die Luft entweicht, dann kann das schnell eben auch ein Sturm werden. Und hier nochmal in Sachen Qualität, wir sehen hier diese Top 5 Companies, S-Share auf S&P 500, also die Top 5 Unternehmen, eben eine Apple, eine Amazon und wie es alle heißen, da eine Microsoft, da sehen wir, dass der Anteil an der Marktkapitalisierung des S&P 500 durch die eben schwächere Performance zurückgegangen ist. Die dürfte noch weiter zurückgehen vielleicht. Wir werden vielleicht nochmal auf 18% kommen. Aber perspektivisch dürfte jetzt eben eine Flucht in die Sicherheit stattfinden. Sicherheit im Sinne von Geschäftsmodellen, die funktionieren, in Relation zu Geschäftsmodellen, die viel Hoffnung, aber wenig Perspektive haben. Also wo sozusagen nur Heilsversprechen sind, die aber in keiner Form einlösbar sind oder in den seltensten Fällen eingelöst werden. Eben die Dinge, die Cathy Wood so gerne im Depot hat. Was haben wir noch? Wir hatten gestern ja diese schockierenden Verbraucherpreise. Heute bekommen wir die Erzeugerpreise 14.30 bei finanzmarktwelt.de, meine Damen und Herren. Reingucken, das wird wichtig. Erwartung ist jetzt zum Vormonat plus 0,3%, zum Vorjahresmonat plus 4,9%.
oder ich glaube 5,9% sogar. Aber Goldman Sachs sagt, ja, wir dürften nicht bei 0,3 reinkommen, sondern bei 0,47. Das wäre gerundet dann, zum Vormonat wäre gerundet dann 0,5%. Und ähnliches auch JP Morgan 0,44. Also man erwartet, dass da die Erzeugerpreise höher sind. Gestern waren ja vor allem bei den Verbraucherpreisen die Gebrauchtwagen, also die Preise für gebrauchte Autos, die um 10% gestiegen waren, für ein Drittel um und bei des Kerninflationsanstiegs zuständig, und viele sagen, ja, das war eben, weil da so ein paar Sonderfaktoren sind. Nein, wir sehen auf breitester Front diese Preisanhebungen. Da ist nichts billiger geworden. Das ist eine ganz, ganz große Trendbewegung, die hier stattfindet und die ihren Hochpunkt noch vor sich haben wird. Wir sehen hier zum Beispiel, gibt es eine Berechnung der Atlanta Fed, die mal anguckte, sich verschiedene Kategorien und das aufteilt in Produktkategorien, die kaum Preisveränderungen aufweisen normalerweise, und Produktkategorien, die eben durchaus volatil sind. Und wir sehen, dass hier in manchen Bereichen die Preise für diese volatilen Komponenten um bis zu 55% gestiegen sind zum Vormonat. Muss man sich mal vorstellen, ist nicht schlecht. Also da passiert etwas, da ist etwas in Bewegung. Die Leute haben Geld in der Tasche, Stimulus. Das nutzen die Unternehmen aus. Da werden die Preise erhöht. Die Leute sind bereit, diese Preise zu zahlen. Dementsprechend verlieren die Unternehmen nicht ihre Preissetzungsmacht. Das ist die Voraussetzung dafür, dass eben eine Inflation verhindert wird, wenn eben die Unternehmen gar nicht die Möglichkeit haben, die Preise wirklich anzuheben aufgrund von Konkurrenz oder anderen Gründen. Jedenfalls sehen wir, dass die Trends hier ganz eindeutig in eine Richtung weisen. Und gestern die Verbraucherpreise jetzt 6 Monate in Folge gestiegen. Das gab es noch nie seit Aufzeichnung der Daten. Also das gab es nicht mal in den 1970er Jahren, meine Damen und Herren. Das ist lustig. Und hier sehen wir die CPI von 1940 bis 2021 mit diesem Anstieg, also die Verbraucherpreise mit diesem Anstieg von 4,2%. Da kommen wir jetzt an eine Trendlinie. Ein Ausbruch darüber könnte heftig werden. Oder geht das wieder zurück? Unwahrscheinlich, die Daten des nächsten Monats dürften auch relativ hoch sein. Und die Fed ist natürlich jetzt in einer blöden Situation. Eigentlich würde sie gerne, wenn überhaupt, dieses Tapering, diese Diskussion über das Tapering, also über die Reduzierung der Anleihekäufe, beginnen, wenn die Wirtschaft wirklich brummt. Jetzt haben wir aber schwache Arbeitsmarktdaten gesehen. Das war nicht so wirklich gut. Morgen bekommen wir die Einzelhandelsumsätze und da gibt es High-Frequency-Daten, die zeigen, dass die wohl eher schlecht werden, nachdem wir zuletzt ja die Daten hatten, die dann doch deutlich unter der Erwartung waren. Überhaupt die Konjunkturdaten gar nicht mehr so gut aus den USA. Nicht nur die schwachen oder relativ schwachen Arbeitsmarktdaten, auch die ISM-Indizes. Wir werden morgen wahrscheinlich einen ziemlich schwachen Retail-Sales-Report bekommen, also die Einzelhandelsumsätze. Und wir sehen, dass jetzt eben in dieser sich offenkundig abschwächenden Reopening-Boom-Situation die Preise dennoch weiter nach oben schrauben. Stagflationäres Szenario. So oder so, wenn wir abschließend nochmal die Aktienmärkte uns betrachten, dann ist es so, dass ich Ihnen zurufen kann, Guten Morning Europe, die Europäer sind nämlich jetzt, was die Equities betrifft, was die Aktienmärkte betrifft, die Nummer 1 in der Welt. Die halten sich besser, vorher war das ja die USA, jetzt ist der S&P gestern und Dow Jones etc. deutlich stärker gefallen als der DAX. Jetzt die Frage, müssen die Europäer mit runter oder warum halten die sich besser? Die Asiaten sowieso schwach, Schwellenländer schwach. Also da ist etwas in Bewegung. Europe is the number one. Wie schön, könnte man sagen. Man muss solche seltenen Momente ja durchaus mal genießen. 14:30, meine Damen und Herren, das wird wichtig. Wir können da durchaus erwarten, dass die Erzeugerpreise etwas höher ausfallen als erwartet. Aber wahrscheinlich wird der Markt dann sagen, ah, hätte schlimmer kommen können, dann vielleicht eine Erholung. Aber diese Erholung würde ich tendenziell nicht allzu viel Potenzial beimessen, denn die Fed hat ihren Grip verloren auf die Märkte. Da ist jetzt sozusagen eine Schallmauer dazwischen, eine Mauer dazwischen, die nicht so einfach mehr zu durchstoßen ist, während vorher eben die Musik so laut spielte. Die Fed konnte dann immer wieder ein neues Stück auflegen und die Märkte haben getanzt in völliger naiver Euphorie. Und diese naive Euphorie ist jetzt ein bisschen vorbei. Man fürchtet den Anstieg der Renditen und den Anstieg damit der Kapitalmarktzinsen. Damit würde Geld teurer. Damit ist all dieses Liquiditäts-Tsunami-Ding, das wir bisher gesehen haben, eben in Frage gestellt. Und das dürfte es für die Märkte dann gleichzeitig schwer machen. Jetzt wünsche ich erstmal einen wunderbaren Vatertag, meine Herren. Die meisten, die mich sehen, weiß ich, sind Herren, aber ich möchte auch den Damen natürlich einen wunderschönen Tag wünschen. Bei Finanzmarktwelt werden wir einiges reinstellen. Heute schauen Sie da rein, vor allem 14:30 Erzeugerpreise. Und dann werden wir sehen, wie die Märkte darauf reagieren. Jetzt erstmal Servus und Ciao.